Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video von mir. Ich zeige euch heute mal, wie ich mal ein paar Versuche starte, mal ein bisschen was zu elektrisch zu zünden. Und da habe ich mir folgende Weg überlegt. Der erste Weg ist ein bisschen umstritten. Und zwar tut man da den E-Zünder direkt in den Schwarzpulverkammer von der zum Beispiel jetzt beim Bett oder Batterie einführen. Muss man halt den Visco abmachen, man verändert in dem Sinne eigentlich das Produkt. Ist doch sehr umstritten das Ganze. Zweite Möglichkeit, was ich jetzt probiere, ist die Visco mit der Zündkappe halt allgemein nur zu verbinden. Am besten, also mit der gelben Kappe halt, Schutzkappe. Ist halt ein bisschen risikoreich, ob das zündet, ob es nicht. Mal sehen, ob es im Video klappt. Hier habe ich das gleiche nochmal versucht mit Kabelbinder. Mal sehen, ob das klappt oder ob es nicht klappt. Und als letzte Möglichkeit, die mir jetzt so als eingefallen ist, ist der E-Zünder. Mit Panzertape, mit noch ein Stück gelbem Visco und der grünen Visco alles drei zusammen zu verbinden. Und da hat man hier so eine Art riesen Zündrohr. Mal sehen, ob das funktioniert. Und da sehen wir uns gleich bei der Zündung. Ach ja, dann schießen tue ich das mit meiner kleinen Zündanlage und da haben wir uns mal überraschen lassen. Bis gleich. Wir fangen an mit der ersten, mit den ersten. Sehr schön. Zweiten. Auch sehr, sehr schön. Kurz warten, dass das Auto vorbeifährt, dann geht es weiter mit dem dritten und vierten. Dann machen wir das dritte. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und am vierten. Sehr, sehr schön. Hat alles für geklappt, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.